Willkommen zurück zu Pokémon Saphir Nassau Change. In diesem Part werden wir die Stadt erkunden und die Arena machen. Also mal schauen. Mit X kannst du Initiative und Kämpfe hören. So kann man eventuell den ersten Angriff ausführen. Ein entscheidender Vorteil. Also wer diese X-Angriff-Scheiße kauft, den kann ich nicht verstehen. Erstmal verkaufen wir Samen wie Nugget. Nugget ist ja nur zu verkaufen da. Steht ja, der aus von großem Wert ist. Kriegen wir echt viel Geld für. Machen wir. Herzschuppe können wir vielleicht nochmal gebrauchen. Beleber. Nutzlos in Nuzlocke Change. Weg damit. Hyperheiler. Feuerheiler ist vielleicht wichtig für die Arena, wer weiß. Ah. Lassen wir es dabei. No. So. Ne, kaufen wohl eher. Was hat er denn? Vier Supertränke noch vorsichtshalber. Hat der schon Hyperheiler? Nee. Okay. Ja, hinten ist noch eine alte Oma. Oder was auch immer. Auf den Gipfel des Schlossbergs wird eine lokale Spezialität angemacht. Gibt es ja ein Pokémon, es wird begeistert sein. Ja, Lava-Keks. Billiger Hyperheiler. Ist nicht schlecht. Oh, du magst auch heiße Quellen, ist überraschend bei einem so jungen Menschen wie dir. Wir hatten gesagt, dass ich die mag. Ich habe hier ein Ei, ich dachte, ich könnte es ausbringen, indem es heiße Sand ist. Vergrabe heiße Quellen, vergrabe da, ne? Aber das reicht offensichtlich nicht aus. Jemand erzählte mir, dass man es zusammen mit dem Pokémon tragen soll. Du bist ein Trainer, nicht wahr? Und dein Pokémon strahlt Vitalität aus. So aus meinst du, wirst es einnehmen. Yo, mal schauen, was da drin ist. Weiß es gar nicht mehr. Hier im Sand, im heißen Sand vergraben zu sein, ist so warm und einfriemlich. Der alte Mann kriegt einen Orgasmus. Ein Pokémon hat meinen Rücken angeknabbert. WTF? Das, dieses Pokémon kann das wohl gewesen sein. Pfiffchen, bissiges Pfiffchen. Oder Flunkiefer. Ne, hier Dings, Muschas knabbert doch immer gerne. Vor allem hier an Fleckmon Schwanz. So wirklich so. Gerne jeden Tag die heiße Quellen in einer wunderschönen und starken Arena, hätte wie Flavia werden. Wenn du wirst Arena-Leiterin, meine kleine Göre. So. Meine Frau, wir haben eine heiße Quelle, so hat sie es jedenfalls gesagt. Sie hat zwei Pokémon in der Pension abgegeben und heraus kam Ei. Pschau. Zickzack hat auch was zu sagen. Pschau. Was mir sagen soll, weiß ich allerdings nicht, aber egal. Kommst doch mal Lava statt um Kräutermedizin zu kaufen. Lobenswert, ich finde dich nett. Dafür kriegst du das. Holzkohle. Aber nee, wir haben schon unser Kamorp was anderes gegeben, ne? Mhm. Okay, behalten wir es erstmal. Kräutermedizin ist erstaunlich wirkungsvoll, aber Pokémon mögen sie, sie schmeckt bitter. Willkommen im Kräuterland, der heim wirkungsvoller Preis wird der Medizin. So, und die sind echt geil. Ah, ist ja Nuzlocke Change, sonst hätte ich Vitalkraut gekauft. Aber Kraftwurzel ist auch nicht schlecht. Energiestaub, ne. Kraftwurzel, 5 Stück. Die ist gut. Wie ein Hyper, Alter. Hypertrank. Ja, der Kräuterladen ist schon geil. Und jetzt die Arena. Na, wie sieht es aus? Auf dem Weg zum Schemschems in die Arena, Leiter von Lavastadt. Flavia. Setzt Feuer-Pokémon ein. Ihre Leidenschaft für Pokémon brennt heißer und stärker als ein Vulkan. Kommt ihr nicht zu nahe, verbrennt sich. Lösche die Jugend in Wasser und dann besiege sie. Ich habe kein Wasser-Pokémon, Honk. Was haben wir eigentlich gegen Feuer-Pokémon? Ohne Schein. Ach ja, London. Okay. Intensität, falls ihr es nicht wisst, was ich meine. Es ist heiß. Mich verbrannt. Scheiß Arena. Hitzkopf Hendrik. Hendrik mit D. Jetzt eine schöne Intensität und geht Bahn. Feuer-Pokémon. Geht Bahn. In den heißen Quellen kann sie auch Bahn gehen. Ohne Eis. Down! Ich sag ja, ist hier der Striker hier, dem
Ja, der Bärstall ist weg. Ist gut, Kamau. Intensität 9, was auch für Luck hat. Tschüss, Mann. Der wollte wahrscheinlich auch Intensität, Mann. Und falls es drauf geht, das gute Lon Lon, da haben wir immer noch eine Reserve. Schneckmack. Kein Problem. Hitzkopf Fenrik, Hitzköpfigkeit lohnt sich nicht. Merkt ihr das? Denn du bist weg! Weg! Sie ist weg! Weg! Ohne Scheiß. Richtig einfach. Lon Lon rusht die gerade durch. Der Schweiß lief mir in die Augen. Na gut. Und weiter! Wow. Geht das tief runter. Na? Ist ja keiner. Kein Assi. Wieder hoch und wieder runter. Denn ich möchte gucken, ob hier ein Assi ist. Nee. Achso. Achso, nee, ich bin blöd. Ich bin blöd, Leute, ich bin blöd. So. Das gehört. Boah. Diese Arena, die liegt mir nicht. Merkt massiv Wasser-Pokémon mal. Hm. Bin ich jetzt? ETF? Da soll jetzt noch wer durchfinden. Ah, jetzt bin ich hier wieder. Aha. Ich stelle mich voll doof an. Aber es ist ein bisschen verwirrend für mich, finde ich. Aha, okay. Dann geht's da oben lang. Kann dein Pokémon 200 Grad aushalten? Boah. Das ist nicht ein Kamau, du Honk. Es ist ein Kamau. Und das ist ein Feuer-Pokémon. Und das ist ein Kecleon, was kein Feuer-Pokémon ist. In Feuer-Pokémon-Arena erstmal so ein Kecleon hinschmeißen. Ha, aber jetzt ist ein Feuer-Pokémon, was sogar noch brennt. Farbwechsel machst zum Feuertyp und gleich klatsche ich eine Intensität dahin und weg ist es. Finte. Ach so, Critical, ich dachte, es ist nun so, so viel weg. So. Tschüss, Mann. Na, wenn. Intensität 10. Au revoir. Arrivederci. Kecleon ist ein cooles Ding, soll man sagen. Jetzt war nicht stark genug. So, wir heilen uns, weil ich eine Pussy bin in diesen Teilen. Naja, die Arena. Mit Arena ist nicht zu spaßen. Ohne Scheiß. Haben wir gar keinen Supertrank mehr? Meine Ordnung hier. So. Auch noch nicht 50 Heil-Items. Ist gut. Und Verstoß. Würde ich ja gegen die Regel verstoßen. Aha, Wanderer. Nee. Aber ich wandere Musik. Ich versuche Stress abzubauen. Komm wieder, ich will nicht abreagieren, ey. Noch wieder so ein Agro. Ja. No. Hitzkopf Hagen. Hagen von Tronje, der Siegfried besiegt hat. Das X markiert die Stelle und dann Speer rein und Siegfried ist down. Hilft auch sein Drachenblut nix. Und er hat auch einen Scheißkamau. Und Intensität 9, au revoir. Das war's. Das ist ein Ende. Na, ah, sogar Critical Hit. Endgeil. Ich werde jetzt hier nur Lon Lon nehmen. Als ob ihr es mögt oder nicht. Scheiße, ich glaube, das höchste Pokémon der Arena-Leiterin ist Level 30. Hm. Naja, mal schauen. Oh, das wäre so geil, Leute, wenn wir noch ein Kamuroptier bekommen könnten. Also, was auch genial ist, dass wir dieses Alter haben, was Bodenattacken verstärkt. Das bringt uns hier echt weiter. Ich hoffe, Flavia wird die größten Spaß. Aber die können niemals chillen. So, wir gehen mal da rein. Da mal. Hm. War das richtig? Nee, oder? Hä? Hab mich verlaufen. Oh, jetzt gehe ich da wieder rein. Ich bin so ein Hunger. Sind hier noch irgendwelche Assis? Ja. Das ist ganz schön müde, sein. Willst du dich nicht hier heißen, sondern auch so, so wissen, Willenskraft ist ganz wichtig für einen Trainer. Dass Willenskraft wichtig für Trainer ist.
dieses Spielchen erinnert mich irgendwie an die erste Generation Sabrinas Arena. Ohne Scheiß. Rätselgefahr hat man da was, so mit Teleporter, aber naja. Kommt doch aufs Gleiche hinaus. Intensität 8. Alles andere wäre auch gelacht. Jetzt ist mal Ruhe im Schacht hier. Oh, welche Pracht. Oh, diese Abwechslung. Kamaup, Schneckmark, Kamaup, Schneckmark. Und dann kommt dieser eine Trainer da. Kick, Leon. Intensität 4. Scheiße. Das reicht nicht. Tackle. Ich dachte, er knallt uns jetzt auch mit der Intensität 10 weg oder so und er macht Tackle. Ja. Okay, liebes Kamaup, das ist dein Ende. Bam. Hoffentlich passiert so ein Schmarrn nicht gegen die Arena-Leiterin. Also, da möchte ich keine Intensität unter 6 sehen. Spiele mit Feuer und du verbrennst dich. So, ich möchte jetzt aber nochmal bewusst zurückkehren. Nicht, dass ich da irgendwie einen Trainer übersehen habe. Ach, das geht gar nicht mehr. Ah, scheiße. Gehe ich neulich zur Arena-Leiterin. Könnt ihr knicken? Ja? Ach so, jetzt bin ich eh wieder am Anfang. Hab das Falsche genommen. Na gut. Ist doch schön. Kann ich wenigstens nochmal alles absuchen nach anderen Trainern. Jeder Erfahrungspunkt ist wichtig, Leute. Jeder Erfahrungspunkt. Jetzt wieder falsch. Tatsächlich. Verdammt. Aber da war ich letztes Mal nicht hingegangen. Konnte ich nicht wissen. Ich hasse sowas hier. Also hier rein. Hier gibt es nur eine Möglichkeit. So, und hier ist bestimmt irgendwo. Ah, sie sehe ich nicht. Ja. Seht ihr? Okay, ich kämpfe mit dir. Na gut. Na. Zeig mir dein Schneckmark und dein Kamaup. Oh ne, Mediti. Tatsächlich mal wieder eine Abwechslung. Mediti ist natürlich blöd. Da können wir gar nichts gegen machen. Ja, egal. Intensität. Confusion. Dissolution. Revolution. Und Intensität 9. Die Erde bebt! Pass auf, dass eure Sachen nicht wegfliegen. Die Erde bebt zu stark. Das war kein Erdbeben, aber Intensität halt. Oh, du bist zu stark. Ja, mein Kampf-Pokémon, meine Feuerarena. Kannst du auch nicht so viel erreichen. So, jetzt sind wir da wieder. Welchen Weg habe ich denn? Oh, ich habe schon wieder vergessen. Ich glaube, jetzt mal hier unten rechts. Ja. Jetzt sind wir, glaube ich, richtig. Und ich habe nichts mehr übersehen. Also können wir uns Arena-Leiterin stellen, ja. So, meine Freunde. Das wird jetzt ein spannender Kampf. Ist mal auf, geil. Lon Lon Level 30 versus Flavian Tür Fire Pokémons. Willkommen. Halt, warte. Du winzlig Vatrina. Wie schön, dich hier zu sehen. Ich bin wertvoll. Ich bin, nein, warte. Ich bin Flavia und bin die Arena-Leiterin hier. Du solltest mich nicht unterschätzen. Nur weil ich noch nicht so lange Leiterin bin. Ich habe das Talent meines Großvaters geerbt. Und daher kann ich dir die heißen Attacken zeigen, die wir hier entwickelt haben. Und ich sag zu viel, und das macht keinen guten Eindruck. Sehr unsichere Arena-Leiterin, scheinbar. Oh, au. Sehr aufgebraust sieht die aus. Na. Sehr hyperaktiv, das wollte ich auch damit sagen. So, natürlich wieder Schneckmark. Intensität 10, das lobe ich mir gegen die Arena-Leiterin. Lon Lon. Ja, 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 ja. Du bist echt klasse. Ohne Scheiß. Du bist echt spitze. Ist nach Vitali mein Liebling hier. Oh, noch ein Schneckmark. Sehr noobig hier. Wie ich es noch ein Kamaup hätte. Und das dritte weiß hier ist Quirtle. Das weiß ich noch. Intensität 8. Das lobe ich mir auch. Das ist auch noch okay. Ich sag ja, alles unter 6. Über 6 ist okay. So. Down! Jetzt gegen Quirtle bitte nochmal Intensität 9 oder 10. Danke.
Quirtel. Aber was kann Quirtel denn gegen uns machen? Steinwurf höchstens. Hoffentlich überlebt London das. Nee, ist gar nicht Level 30, ist Level 28. Trotzdem bietet das einen sehr interessanten Kampf. Vor allem, wer Intensität jetzt sagt. Komm schon. Intensität 8, okay. Hoffen wir mal, dass es reicht, aber Quirtel hat eine super Verteidigung. Boah, es hat hier fast gar nichts weg in den Body Slam, okay. Scheiße. Das ist viel weggenommen. Intensität 6. Zu viel gelobt, jetzt zackt es. Quirtel setzt Body Slam ein. Komm, das hältst du einmal aus. Wisst ihr was, Leute? Ich will es nicht riskieren. Kommt Intensität 3 oder so und erreicht es nicht. Pussy, du bist eine Pussy, du Spast. Ja und? Ich will mein liebes Lon Lon nicht verlieren. Deswegen wechsle ich jetzt auch zu Ariyama. Kostet es, was es wolle. Vitali, we need your help. So, der soll doch auch mal mehr verknacken können, da. Und der Vitali jetzt weg, old, ne? Nee, das kann er locker verknacken. Hier, Moli. Bam, in your face. Oh, wie viel der aushält, ist ja nicht mehr zu fassen, ja. So, jetzt werde ich mal... So, ich habe jetzt eine Taktik gegen den. Da wir den jetzt nicht mehr wegknallen können, wir haben nichts sehr Effektives, habe ich mir was überlegt. Protzer-Taktik. Wir werden jetzt viermal Protz einsetzen und wenn wir kurz vorm KO stehen, werde ich aufheilen. Und dann werde ich einen schönen Überwurf nach dem viermal hinklatschen, der sich gewaschen hat. Hitzekoller. Ach du heilige Scheiße. Oh, du bist der Beste, Vitali. Du bist der Beste. Ohne Scheiß. Ich dachte, das hätte ich nicht gedacht, dass das überlebt. Hitzekoller ist so eine starke Attacke. Jetzt möchte ich schon einen Supertrank verwenden. Verdammt harte Attacke. Aber jetzt sein Spezialangriff stark gesunken. Ja, jetzt kann er uns nichts mehr anhaben. Noch zwei Protzer, bitte. Ja, das brauche ich auch noch nicht mehr auffallen. Also, was heißt noch nicht? Gleich halte ich wieder auf. Nach den zwei Protzern. So, Angriff steigt, Verteilung steigt. Jetzt können wir den gleich so wegbashen und er kann nichts gegen uns mal außer einer Anziehung. Mann, hätte ich doch mal die rote Flöte noch geholt. Verdammt. Vitali, das sieht doch nicht in so einen Dreck verlieben. Guck dir das mal an, dieses hässliche Viech. Er hat sich verliebt, deswegen kannst du kein Protzer mal oder was. Doch, der Protzer zeigt deinen Schatz. Was du für Muskeln hast. Muskelspiel. Bam. Protzer. Noch nicht, Sekola. Kein Crit, kein Crit, kein Crit, kein Crit, kein Crit. Ah, nice. Aber jetzt eine Kraftwurzel. Nicht Pokémon wechseln, eine Kraftwurzel soll ziehen. Nice. Strategy hier. Oder, Leute? Ich mag's. Das ist die Protzer-Statte. Hier geht's natürlich auch mit, noch mit Gedankengut. Aber naja. Drachentanz. Alles auch die geilen Moves. Weil Protzer natürlich absolut genial ist. Jetzt möchte ich mal wissen, wie viel schon ein Abstoß wegnimmt. Ach ja, er ist immer noch verliebt. Ja, Quirtel kann uns ja auch nichts mehr anhaben. Bäm! Fast nur so wenig! Also Quirtels Verteidigung ist echt krass. Body Slam. Keine Paralyse bitte. Ja, schlimmer als eine Dönerwelle hier. Harreiter, also der kotzt mir jetzt gerade an hier mit seinem Quirtel-Scheiß hier. Es nervt! Verdammt! Die Paralyse brauche ich nicht verschwenden. Erstmal die Paralyse wegklatschen. Nur ein Paralyse sind wir die nicht auch los. Bäm, bäm, bäm. Nicht paralysiert. So logisch. Weil das jetzt ein Überwurf und Schiss, Mann. Will ich mal hoffen. Mann! Ah, oh, fick doch dein Leben. Das kotzt mich an. Ja, es klappt. Bitch! Down! Der Überwurf von Vitali, der hat noch niemand überstanden. Lon Lon erreicht Level 31. Lon Lon versucht Amnesie zu lernen. Amnesie nehmen wir für Energiefokus natürlich. Amnesie, boah, naja. Naja, ist auch nicht schlecht, ne? Schön Spezialverteidigung steigen und Flavia ist besiegt, ey. Ich glaube, ich habe es übertrieben. Ich bin ja auch noch nicht lange Arena-Leiterin. Ich habe es zu sehr versucht, jemand zu sein, der ich gar nicht bin. Ich muss die Dinge auf meine eigene Art angehen. Sonst verwirre ich nur meine Pokémon. Danke, dass du mich das gelehrt hast.
du hast dir das hier wohl verdient. Der gewinnt 5600. Ey, das hätte hier nach hinten losgehen können. Das Schneckmark hätte Steinwurf unser Kamauf wegbashen können und das Quizlet mit dem Hitzekoller unser Vitali mit einem Volltreff wegbashen können. Na, haben wir Glück gehabt. Nicht wie bei Norbert oder wie der hieß, der scheiß Volteball Trainer. Arena-Leiter, whatever. Mit der Hitzekoller gereicht der Lepro Größe Level 50. Auch die, die du durch Tausch erhalten hast. Und du kannst ab sofort stärker auch außerhalb deines Kampfes einsetzen. Das ist ja das Zeichen meiner Anerkennung. Nimm das! Nimm das! Bam! In your face! TM50, der Hitzekoller. Dieser Attack ist wirklich beim Gegner großen Schaden, aber gleichzeitig wird der Spezialangriffs-Pokémon stark gesunken. Für längere Kämpfe ist sie daher nicht geeignet. Doch ist sie. Leute, wisst ihr, wie ihr es spielen könnt? Ohne, und das sofort mal verwenden könnt. Falls Angriff und Spezialangriff gleich sind. Weil dann ist ja egal, ob der Spezialangriff sinkt. Wenn ihr dann die anderen drei Moves auf Angriff habt, ist das sogar super. So spiele ich Hitzekoller. Ich finde, das ist gut. Gute Idee. Aber es gibt natürlich nicht so viele Pokémon, die das haben. Die, also die beide ausgeglichen haben. Oh nö. Willst du jetzt hier auch noch einen Kampf, oder? Mensch, ich sehe, wir haben uns lange nicht gesehen. Oh, als die heiße Quelle da aufgesucht hat, habe ich den Warden der Arena verbannt. Lavas statt du hast wahrscheinlich viele Pokémon gefallen. Ich meine, du hast ja schon einige Pokémon aufgezogen. Ich denke, das hier wirst du gut gebrauchen können. Wüstenglas. Nun können wir in die Wüste, Leute. Mit dem Wüstenglas ist kein Problem, durch die Wüste in der Nähe von Hutu 111 zu gehen. Oh, wow, Gypsy in Arenen auftreten. Du strengst sie bestimmt sehr an, weil du nicht gegen mich verlieren willst. Diese, ich glaube, ich sollte deinen Vater in der Arena von Blütenburg City rausfahren. Man sieht sich. Boah. Mal schauen. Mal schauen, mal schauen. Ich weiß überhaupt gar nicht, was wir jetzt machen müssen. Bevor ich den Part beende, möchte ich noch was nachschauen. Aber wir brauchen jetzt echt einen Pokémon mit Stärke. Ich glaube, da hole ich mir jetzt mal so Opfer. Was meinst du mit Opfer? Ja, was meine ich damit, Leute? Ein Sklaven halt wieder. Möchte Sariyama einfach nicht beibringen. Ne. Wer kann Stärke lernen? Du vielleicht? Ach, wir haben ja noch das Ei. Wir kommen eh nicht drum rum. Vor Pokémon-Liga muss ich damit ablernen. Wo auch immer. Weiß gar nicht, wie man es ablernen kann. Natürlich blöd. Naja, Stärke hat natürlich die Stärke für... Ach so. Du kannst es auch lernen. Was soll ich denn bei ihm ablernen? Finte höchstens. Oder Psystrahl. Ja, Psystrahl, wir haben Pudox dafür. Ja, machen wir es so. Zack. Erstmal auffallen hier. Ja, sorry, dass ich es in diesem Part nochmal, aber das möchte ich auf jeden Fall. So, jetzt nächstes müssen wir auch durch die Wüste, dann gehe ich da auch schon mal hin, versteht ihr? Scheiße hin. So, falls ihr nicht wisst, was ich meine mit Stärke, dann werdet ihr es jetzt wissen. Weil hier ist ein Fels. Beim feurigen Pfad. Aber hier machen wir mal Schutz. Die sind nicht so low, die Level. Schutz, wo bist du? Oder Superschutz. Ist mir auch recht. Ja, Schutz hier. Schutz. Gegen den Schmutz. Sie haben wie so eine Putzfrau. WTF? Mussten wir machen. Jetzt ist die Frage. Ja, ich habe schon verstanden, das Rätsel. Boah, schweres Rätsel. Jetzt wird schwieriger. Was ist denn da oben überhaupt? Night, okay. TM6. Auch nicht schlecht. Und hier runter. Ich weiß gar nicht mehr, was hier war. Aber erforschen wollte ich's. Müssen wir runter machen. Das heißt, wir müssen ja auch hier hin machen. Ah, ganz an der Wand muss er schon.
So, ach so, ganz einfach. No. Und noch ein Item. Mehr ist ja auch nicht. Feuerstein! Fred Feuerstein. Ne, Macy, das ist ja unnötig. Glaub nicht, dass wir jemals einen Feuerstein brauchen, Leute. Und hier benutze ich jetzt ganz schlicht das Fluchtseil. Kein Bock da rauszugehen. So, meine Freunde. Ich gehe noch zur Wüste. Das wäre doch sonst gelacht. Oder was meint ihr? So, hier geht's im nächsten Part weiter. Ich sehe ja noch das Spiel. So. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ich bin schon Schütter. Bis dann. Haut rein. Dann geht's weiter in die Wüste. Da können wir auch ein neues Pokémon fangen. Ich hoffe, es wird ein Knackleon. Dann bashen wir alles weg, wenn wir die Beldra haben. Aber es muss natürlich auch bis dahin überleben. Aber mal schauen. Wenn es ein Tuska wird, ist auch ein Tuska. Auch nicht schlecht. Mal schauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.